Die Aktivistengruppe Letzte Generation hat in Berlin erneut den Straßenverkehr blockiert. Hunderte Teilnehmer trafen sich im Zentrum der Hauptstadt am Großen Stern zu einer Spontandemo. Einige setzten sich auf den Asphalt, allerdings ohne sich festzukleben. Auf der einen Seite haben wir die 60 Milliarden, die beim Klimaschutz jetzt fehlen. Und auf der anderen Seite haben wir um die 60 Milliarden, die rein investiert werden und subventioniert werden in die fossilen Strukturen. Wir gucken nicht mehr weg. Uns ist unsere Zukunft nicht egal. Wir wollen, dass wir bis 2030 sämtliche Subventionen stoppen und dass wir raus aus den Fossilen kommen, bis spätestens 2030. Die Letzte Generation will nach eigenen Angaben eine Massenbewegung werden. Mit ihren Aktionen will sie den Druck auf die Politik erhöhen, damit Treibhausgasemissionen schneller als bisher gesenkt werden. Laut Polizei verlief die Aktion friedlich. Es habe keine Festnahmen gegeben, heißt es. 240 Beamte waren demnach im Einsatz.